Okay, wie müssen wir da denn hin? Super! Ja, gut. So, dahin. Nein! Was machst du denn? Oh, manchmal ist die Steuerung aber echt wow. Mies, ey. Komm schon, lauf! Wo ist Mr. Smithers? Mann! Hier bitte, Mr. Smithers! Ach, Gott sei Dank! Seine Socken kringeln sich seit Tagen... Ja, ich weiß. So, komm. Steig ein! Sitzen ist am schönsten! Steig ein, steig ein. Friss meinen Staub! Ach, da hätten wir rauffliegen können, ne? Oh, nein. Ich muss mich beeilen! Oder ich muss kotzen! Ach, ich scheiße auf dieses... Ah, verdammte Kacke. Ja. Zeitlimit ist echt ein bisschen eng hier. Wie gesagt, die Kamera... Ja, das ist doch bescheuert, ey. Juhu! Juhu! Komm schon. Jetzt hängt der fest da. Und der steht schon wieder woanders. Hier bitte, Mr. Smithers. Ach, Gott sei Dank. So, lauf. Ich weiß nicht, ob wir da hinten irgendwie rumkommen. Wow, ich brauche 5 Minuten Schläfchen. Da müssen wir doch so irgendwie hochkommen. Nein. Aua. Ah, verdammte Scheiße. So, nochmal. Komm. Sieh zu. Leicht. Wie Sahne. Hm, Sahne. So. Oh, meine Güte, ey. Das ist doch echt zum Kotzen. Ja, super. Ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Wieso geht denn das nicht? Meine Güte. Nochmal. Wieso wechselt denn immer die Kamera dann? Das ist doch bescheuert. Jetzt fahre ich euch platt. So kann man doch nicht richtig steuern. Ja, da wechselt die Kamera. Das ist immer bescheuert. Achso, wir müssen zum Mr. Smithers. Ja, ich hab's vergeigt. Komm. Nochmal. Die Mission ist echt blöd, ey. Wenn ich nicht dieses Zeitlimit gebe, dieses Blöde, ey. Super! Okay. Nochmal. Wow! Ja, diesmal ist es sofort geklappt. Okay. Gut. Hier bitte, Mr. Smithers. Ja, überspringen. So, zack, ins andere Auto. Und jetzt müssen wir da raufspringen, würde ich sagen. Nein! Oh nein! Wie soll man das denn schaffen? Hier ist wohl ganz das ehrlich, ey. Versuchen wir es mal! Ja, ich lag gut in der Zeit, ey. Viel besser in der Zeit kann man nicht liegen, glaube ich. Juhu! Juhu! Oh, Seitenstechen! Da komme ich nicht durch. Oh, Mann. Super. Super. Darf nie wieder reden. Ah, okay. Das ist der einzige Weg, wie wir es schaffen könnten. Über die Rampe geht's nicht. Wie Sahne. Ja, noch ein Versuch. Sahne. Ha, ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Naja, gut. Wow. Ah, Mann, jetzt müssen wir wieder zu Smithers. Das hatte ich auch schon wieder vergessen, ey. Warum können wir das nicht erstmal alles einsammeln? So, jetzt aber schnell. Das ist viel zu wenig Zeit. Aua, mein Schritt ist ganz wund. Vor allem mit dem Auto können wir da auch nicht viel anfangen. Ja, ah, Mann. Wie sollen wir das denn schaffen? Oh, Seitenstechen! Wie zum Henker soll man das denn schaffen? Ah, jetzt fahre ich euch platt! Ui. So, zurück zu Smithers. Hier bitte, Mister. Ab ins Auto. Wir müssen da hinfahren. Jetzt steig schon aber ein. Los. Das ist unmöglich. Wie soll man das denn schaffen? Wie soll man das denn zum Teufel schaffen, Mensch? Super! Ich mach gleich erstmal was anderes, ey. Das ist doch fast unmöglich, ey.
Vor allem, wenn dann die Kamera ständig wechselt, meine Güte. Wie soll man da raufkommen so? Erzähl mir das mal, ey. Da kann man doch nur so schräg rüberspringen irgendwie mit dem Auto. Meine Güte. Ich fühle mich so, ey. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Versuchen wir es mal. Und ob ich dann den Aufzug drücke oder nicht, das macht auch keinen Unterschied. So, Smithers, wo bist du schon wieder? Hier bitte. Vor allem, wir haben auch nur 15 Sekunden. Wenn du einen Wagen mit diesen fahren willst, dann such dir auch einen Job mit 22 Stunden Arbeitstag. 300 Pferde voller Stärke. Ich habe so viel Spaß. Ja, toll. Oh Mann! Wenn es bei dem Sprung ich komme mir vor wie ein... Es geht nur durch so einen Sprung eigentlich. Leicht. Okay. Wie Sahne. Wir versuchen das jetzt nochmal. Sahne. Und sonst mal, glaube ich, erstmal eine Aufnahmepause. Meine Güte, jetzt klappt das schon wieder nicht. Ich fliege wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Du bist alles andere als ein Bonbonpapier im Aufwand, ey. Hier bitte, Mr. Smithers. So. Bitte steig schon ein. Ja, ich vielleicht heute hätten wir uns auch ein Auto suchen sollen, wo wir selber mitfahren. Nichts hält ewig. Ja, toll. Das hat weh getan. Ja, ich oh, weiß. Oh, eine Res- Einmal noch, komm. Komm schon. Ah, jetzt fahr ich euch platt. Ja. Wir müssen da langsamer rüber. Oh, meine Güte, ey. Also das mit der Kamera ist echt zum Kotzen, ey. Das ist echt mies. Hallo? Okay. Ja, das war natürlich jetzt total scheiße. Ach, scheiße. Ich konnte gar nichts mehr sehen. Super! Das ist doch Mobbing, Mensch. So. Komm. Wow! Hier bitte, Mr. Smith. So, gleich zur richtigen Seite. So. Komm, steig ein. Meine Güte. Jetzt aber. Das ist nicht gut für meine Versicherung. Die Rampe nicht mal, ey. Versuchen wir es mal. Ich treffe die Rampe nicht mal, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Versuchen wir es mal. Ja, wie oft wollen wir das denn noch versuchen? Juhu! Juhu! Oh Mann. Also diese Steuerung hier geht mir jetzt echt auf den Keks, ey. Selbst mit Controller ist das ein Krampf. Und wir müssen direkt am Auto stehen, damit wir einsteigen können. Das hätten wir auch besser machen können. Vishnu, Achtung, ich komme! Danke. Ach, meine Güte. Nein. Wie langsam müssen wir denn da rüberfahren, Mensch? Leicht, wie Sahne. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt damit fahren, sind wir zu langsam. Sahne. Ha, ich fliege wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Was anderes hat er auch nichts zu sagen, ey. Hier bitte, Mr. Smith. So, ab zum... Ich bin eine hundsgemeine Curry-Kampfmaschine. Ja, geht doch. Meine Güte. Jetzt müssen wir nur noch zu Smithers zurück und hoffentlich kommt jetzt nicht noch so eine Kacke. Hoffentlich bin ich noch der sportliche Langstreckenläufer wie in meiner Jugend. Dr. So. Wundersteins Zahnpulver. Danke, Simpson. Mr. Burns hat zwar keine Zähne mehr, aber er fühlt sich jünger, wenn ich ihm damit das Zahnfleisch einreibe. Ach, die kleinen Dinge, die man aus Liebe macht. Widerlich. Mhm. Und was jetzt? Oh, noch was? Hey, das wurde aber auch Zeit. Wenn du einen Wagen mit diesen fahren willst, such dir auch einen Job mit 22 Stunden Arbeitstag. Wer hat das dahin getan? Das macht doch keinen Sinn. Wo ist das nächste? Natürlich oben, ey. Darf nie wieder rennen. Ui! Wow! Ah, okay. Ja. Komm schon. Zurück zu Smithers. Schneller! Wow. Lauf! Ich brauche 5 Minuten Schläfchen. Lauf!
Und wofür braucht er das? Mr. Burns liebt es, jeden Morgen zu videodonieren, damit seine Muskeln nicht von den Knochen abfallen. Ja, toll. Ich muss los. Ich bin sowas von raffiniert. War sowieso nur eine Bonusmission. Du hast Mr. Burns Limousine freigeschaltet. Such eine Telefonzelle, wenn du sie benutzen möchtest. Aha. Ja, da ist eine Telefonzelle. Siehst du, dann hätten wir die Bonusmission ja auch schon. Zombie-Wagen. Rennauto. Ja, gibt ja noch ganz coole Wagen, die man freischalten könnte. Oder konnte. Wo ist er denn? Oha. Oh, jede Menge nicht freigeschaltet. Mr. Burns Auto. Hier, den nehmen wir den deine Hilfe. Mein Auto schläft. Ach, ich bin dankbar für jede Pause. Nur raus aus diesem Malibu Stacy Chatroom. Was? Ach, Mr. Burns. Mr. Smithers, meine ich. Hö, was fliegt denn da hin? Oh, das ist aber eine große Hexe. Oh, eine große Hexe am Himmel. Na gut, dann würde ich sagen, wir können ja dann mal wieder ein bisschen weiter mit der Story machen. Ach, guck mal. Wow, das können wir nicht umfahren. Der Wagen hält ganz schön was aus. Ja, und die Tonne da auch, ey. Alle weltlichen Güter. Die interessiert das nicht mal, wenn wir dagegen fahren. Schick die Rechnung zum Zerfetzen an meinen Anwalt. Ja, das UFO. Stimmt. Kein Problem. Ich wünsche dir einen super Tag. Da ist er hier. Nur noch ein paar mehr. Der Comicbuchverkäufer. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolevel. Hallo, Comicbuchladenverkäufer. Gleich kriegst du's mit mir zu tun. Ja, ich wollte dich auch noch nicht reden. Hey, du da, stinkender Sam. Was ist denn los? Das Raumschiff der Außerirdischen benutzt einen Ansaugstrahl, um Eindringlinge in ihr Verderben zu saugen. Tja, der schlechteste Special-Effekt, den es je gab. Aber es ist real. Der schlechteste Special-Effekt, den es je gab. Was ist das für ein cooler, schwarzer Wagen? Wenn meine Kenntnis über Science-Fiction-Filme richtig ist, was sicher stimmt, ist der schwarze Wagen ein Kundschafter für das Mutterschiff. Wenn du fertig bist, möchte ich meine letzten Stunden auf der Erde damit verbringen, mich über Filme im Internet zu beschweren. Das Geschenk zu leben ist bei dir vergeudet. Ich kann dir nur empfehlen, dir so einen Zombie-Wagen zu besorgen. Der wird dir Schutz gewähren. Okay. Aber der braucht menschliche Gehirne als Antrieb. Davon habe ich reichlich. Du brauchst den Zombie-Wagen, um die Mission zu verenden. Kauf ihn. Das bringe ich den Friedhof für 500 Münzen ab oder fordere ihn von einer Telefonzelle aus an, wenn du ihn bereits besitzt. Leider besitzen wir den noch nicht. Und ich würde sagen, ja. Da hat sich meine Vermutung ja schon bestätigt. Wir brauchen Münzen. Ach, wir kommen nicht hoch oder was? Okay. Komm runter. Ja. Aha. Konntest uns keinen Schaden anrichten. Oder dem lieben Homer. Nein. Ich will die Münzen haben. Du kommst da nicht hoch? Scheiße. Na, nicht verfliegen. Jetzt nicht weg. So. Perfekt. Die Münzen haben wir noch gekriegt. So, da kommen wir auch hoch. Na. Der kann keine Leiter hochgehen, das ist ja auch mies. Die ganzen Schüler. Ja. Was? Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Oh, super. Da habe ich zu spät gedrückt. Ich möchte ja hoch. Ich möchte die Karte haben. So. Ui, geht doch. Schön. Meine alte Sammelleidenschaft. Yippie. Was war das? Ein Menschenkochbuch oder was stand da eben? Oh, das ist ein Gag. Den möchte ich doch mal eben aktivieren. Ach, sieh nur mal, was du angerichtet hast. Jetzt ist mir mein Leberlungenhaggis angebraten.